Sie sind meist ohrenbetäubend laut, reparaturanfällig und teuer. Die Motorräder. Bei einer Harley-Davidson allerdings zählt das alles offensichtlich nichts. Bei ihrem Anblick beginnen Männeraugen zu glänzen und auch Frauen lässt die Kultmaschine nicht kalt. An Treibstoffverbrauch und Umwelt denken dabei nur wenige. Zwei Oberösterreicher haben aber genau das getan und die erste Harley-Davidson der Welt mit Erdgasantrieb gebastelt. Niki Podkorski hat sich das Gasmotorrad angeschaut. Ein Dorado für Freunde der amerikanischen Brummer unweit vom schönen Linz, wo so manches beginnt. Bei Buffalo findet sich nahezu alles, was mit der legendären Harley-Davidson zu tun hat. Eben hier wurde eine Idee geboren, die wohl die meisten eingefleischten Harley-Fans für einen halblustigen April-Scherz halten werden. Die Inhaber des Geschäfts, Thomas Seidlinger und Willi Trefflinger, haben sie zu Wege gebracht. Die erste Erdgas-Harley der Welt. Wir haben vor mehr als zwei Jahren unseren Hammer auf Erdgas umbauen lassen. Und das war im Prinzip eine Laune des Schicksals. Wir sind im Auto gesessen und haben überlegt, was könnte man noch Innovatives produzieren. Und haben uns einmal Gedanken gemacht, ob das auch technisch möglich wäre, so Erdgastechnik auch am Motorrad umzusetzen. Ne? Nach zwei Jahren Tüfteln und Basteln ist das Hybrid-Motorrad fahrbereit. Also es funktioniert praktisch mit beiden Kraftstoffen. Ich kann sowohl mit Gas als auch mit Benzin fahren. Ich habe die Möglichkeit umzuschalten während der Fahrt und kann mit Benzin und Gasbetrieb unterwegs sein, je nachdem, was ich möchte, wo ich unterwegs bin, und kann meine Reichweite steigern durch den Gasbetrieb. Also alles ist möglich und man merkt keinen Unterschied. Das ist das Wesentliche daran. Man gleitet nicht lautlos durch die Gegend, wie viele annehmen, sondern das tut ja an der Lautstärke gar nichts. Es ist nach wie vor der typische Harley-Klang verfügbar und das macht es eigentlich dann aus. Man merkt da von außen nicht wesentlich, dass es umgebaut ist. Freilich, die Kollegenschaft in der Motorradgruppe war anfänglich jedenfalls skeptisch. Ein Motorrad, noch dazu eine Harley, die mit Erdgas fährt, das wollte sich kaum ein Biker vorstellen. Mittlerweile erntet das Hybrid-Ding allerorts Respekt. Nicht zuletzt ob seiner Sparsamkeit. Man fährt natürlich billiger, logischerweise, weil einfach Erdgas wesentlich billiger Treibstoff ist. Also wir sind da umgerechnet beim Liter auf ca. 60 Cent, also die Hälfte vom normalen Superbenzin. Die Zahl der Erdgastankstellen steigt ständig und nicht selten ruft die Erdgas-Harley Erstaunen hervor. Es löst nicht nur fragende Blicke, sondern auch offene Münder aus. Weil bei den ersten Tankvorgängen sagt man, man steht auf der Säule an, sagt, das ist aber Erdgas. Sag ich, ja stimmt, ist Erdgas, aber das ist ja ein Motorrad. Sag ich, ja, es ist ein Motorrad. Und das glaubt dann kein Mensch. Und dann hat wirklich eine Tanks und weg erfährst, dann ist das erste Mal so richtig. Ich glauben. Genau, glaubhaft, dass das passiert. Aber wie sieht es mit der Sicherheit aus, mit zwei Gasflaschen unterm Hintern? Die Technik, die da hinten steckt, ist weitgehend sicher. Das heißt, sollte es zu einem Aufprall kommen, entweicht das Gas, das drinnen steckt, unter Druck über Ventile und es kann nichts passieren. Es ist auch nicht brennbar, es ist nicht explosiv, nicht so explosiv wie der Treibstoff im Tank explosiv oder brennbar ist. So sind alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Na, dann fragt sich nur noch, was als nächstes kommt. Wir haben da was im Plan, aber das wäre jetzt einfach zu früh, das zu verraten. Dann wäre es nicht mehr so spannend, aber man kann in nächster Zeit noch mit was rechnen. Rechnen, ja. Es wird noch was kommen, dass wir noch eins draufsetzen. Ja. Vielleicht eine Harley mit Solarantrieb oder ein Motorrad, das auch Staub saugen kann? Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.